Wir machen heute diese leckere Sweet Chili Soße, die du vielleicht von den Chicken Burgern von McDonald's schon kennst, aber mit nur 26 Kalorien. Und wir wissen alle, das Abnehmen wird viel einfacher, viel leckerer, wenn man so eine richtig gute Soße dazu hat. Ich habe mir neulich so einen richtig leckeren Wrap gemacht. Der war mit so einem Toasty, das war jetzt auch schon nicht so wahnsinnig gesund. Da habe ich mir gedacht, okay, gönne ich mir mal. Wir hatten noch so eine Sweet Chili Soße übrig, wo irgendwann mal bei Frühlingsrollen oder was dabei war. Und habe ich das da drüber gemacht und es war so gut, die Kombination, dass ich mir gedacht habe, Mensch, die holst du dir jetzt mal. Den Genuss möchte ich nochmal wiederholen und wollte mir eine kaufen. Das ist krass. 100 Milliliter, 233 Kalorien. Ich glaube, das kriegen wir besser hin. Soßen sind einfach Kalorienbomben. Wir müssen der Wahrheit ins Auge blicken. Gleichzeitig machen Soßen aber auch viele Gerichte viel, viel leckerer. Und ich finde, es gibt sogar manche Rezepte, die schmecken ohne eine Soße überhaupt nicht gut. Kommt mir bitte nicht an und haut mir jetzt hier die Kommentare voll von wegen, Steph, du musst mal die Leitsoße XY probieren. Ich habe sie alle probiert und ich muss sagen, keine hat mich überzeugt. Entweder waren tausendfach irgendwelche Zusatzstoffe mit drinnen oder, das war der häufigste Fall, es hat einfach nicht annähernd so geschmeckt wie das Original. Bis jetzt. Weil jetzt haben wir echt die Sweet Chili Soße original, ohne Zucker, ohne irgendwelche blöden Zusatzstoffe. Und die Zutaten sind echt überhaupt nicht viele und ich zeig dir jetzt, wie es geht. Das Coole ist, wir haben eigentlich nur drei Hauptzutaten. Wir brauchen Zuckerlight. Das sorgt dafür, dass wir am Ende so wenig Kalorien haben. Kriegst du online oder zum Beispiel beim DM. Apfelessig oder anderer Essig und eine Chili. Drei andere Zutaten noch. Salz, Knoblauch und Stärke hat, denke ich mal, aber jeder zu Hause. Und jetzt kann es schon losgehen. Die Chili einfach ganz grob schneiden. Die kommt nämlich jetzt sowieso in den Mixer. Zusammen mit allen anderen Zutaten, bis auf die Stärke, die braucht man dann gleich noch. Die Zutaten packe ich dir wie immer unten in die Videobeschreibung nochmal zum Nachlesen. Und jetzt wird es einfach grob gemixt bzw. gehäckselt. Ich habe so einen Food Processor dazu. Und dann sind wir schon beim nächsten und zugleich letzten Step. Das Ganze wird jetzt aufgekocht, kommt in den Topf. Pass nur auf, dass der Zucker mit rauskommt. Vielleicht noch mal ein bisschen Wasser dazugeben. Und die Stärke auch mit ein bisschen Wasser anrühren. Mit dazu, sobald das Ganze köchelt. Und dann dickt das Ganze schon an. Dann vielleicht noch ein, zwei Minuten köcheln lassen. Und wenn die Konsistenz so ist, wie du sie bei mir siehst, kannst du eigentlich das Ganze schon abfüllen. Ich habe einfach so ein Glas genommen, so ein Schraubglas. Und dann ist die Sweet Chili Soße oder die Chicken Burger Soße schon fertig und du kannst sie direkt servieren. Ich war mindblown, als ich die zum ersten Mal probiert habe. Ich konnte das gar nicht glauben, dass das so lecker schmeckt und halt einfach nur 26 Kalorien für alles hat. Das kannst du dir jetzt überall drüber machen. Ich habe es in Sommerrollen schon gegessen, das war mega. Für Wraps, für Burger, für Salate, überall, wo du halt so eine Sweet Chili Soße gerne haben magst. Kleiner Disclaimer, wenn es abkühlt, dann wird das Ganze wieder ein bisschen fester. Dann einfach noch mal kurz warm machen, entweder im selben Topf oder in der Mikrowelle, dann wird die wieder flüssig. Und jetzt probier das aus und schreib mir bitte unbedingt dein Feedback in die Kommentare rein. Ich bin mega gespannt, was du sagst.